in der Turnhalle läuft auf vollen Touren. Wir hoffen, dass wir pünktlich starten können. Der Start traditionell um 17.30 Uhr. Vorher werden natürlich selbstverständlich wird es wieder eine kleine Erwärmung geben hier vorne. Dann werden wieder die Anziehsachen, die Wechselsachen auf den Berg gefahren. In die Kisten sind die natürlich jetzt schon einzubringen. Die Kisten werden dann so gegen 17.15 Uhr, bis dahin sollte das also passiert sein, auf den Berg gebracht. Bis dahin ist natürlich schon ein bisschen Aufwärmen angesagt, Auflockern. Wir freuen uns auf ein tolles Sporterlebnis heute hier. Eine kleine Veränderung wird es geben, der Start an einer anderen Stelle heute, weil es in den letzten Jahren doch immer so ein paar kleine Komplikationen da an der Ecke gegeben hat. Sie sehen schon, das Startzeichen geht heute hier nach links. Es wird also dort in der Nähe der Wassermühle gestartet werden. Aber dazu sagen wir später noch mal was. Bis dahin erstmal noch eine schöne Zeit und wir freuen uns auf ein schönes Erlebnis, den Mönchswalder Berglauf 2015, Start 17.30 Uhr.
näher an der Nummer mit dran, an der Stadtnummer. Dafür gibt es ja ein Wiener Würstchen und auch ein Getränk, einen Tee und ein Abguck, glaube ich, ist auch noch mit dabei dieses Jahr. Wir freuen uns, dass alle heil und munter wieder hier unten an der Turnhalle angekommen sind. Das Wetter spielt auch noch schön mit dieses Jahr. Ja, und wir sind dann natürlich ganz gespannt auf die Siegerehrung. Aber bis dahin wird es noch so ein paar Minütchen dauern. Im Auftrag der Gemeindeverwaltung und vom SV Obergurich ganz herzlich bedanken bei der Bau- und Möbeltischlerei Sigmar Lehmann, beim Zweiradhandel Herrn Joachim Kasper, der ist persönlich anwesend. Lieber Herr Kasper, Dankeschön auch für Ihre Sponsorentätigkeit. Ein Dankeschön gilt Herrn Dr. Ulf Richter-Singwitz, Frau Dr. Löschau, Zahnärztin hier bei uns im Ort, Frau Lucia Wippig, ebenfalls Zahnärztin. Ein großes Dankeschön gebührt der Kreissparkasse, dem Sportverein Obergurich, der Änderungsschneiderei Petra Gappel in Schwarzlausnitz, der Rausendorf Maschinen- und Gerätebau GmbH, Frau Antje Liebsch, die in Kürze auch ihre neue Arztpraxis eröffnen wird, der Fahrzeugtechnik Junske, der Dachdeckerfirma Uwe Kriegel und natürlich haben auch Gutscheine zur Verfügung gestellt die Gaststätte Münzwalder Bergbaude, das Jägerhaus sowie die Installationsfirma Frank Plagens. Ein Dankeschön geht auch an die Arbeitsbühnenvermietung Ronald Hobrack und an Frau Heike Josch. Dankeschön allen Sponsoren für ihr Engagement in der Aufbewegung im Allgemeinen. Und in wenigen Augenblicken beginnt jetzt die Siegerehrung. So, der lang ersehnte Moment, liebe Laufburg-Freunde, ist jetzt gekommen. Siegerehrung anlässlich des 28. Berglaufes. Und wir beginnen traditionell natürlich mit der Ehrung unserer Jüngsten, die die Strecke bis zum Wanderparkplatz in Angriff genommen haben. Bei den Mädchen bis 10 Jahre erreichte Jasmin Czeschny den dritten Platz in einer Zeit von 5 Minuten 42. Herzlichen Glückwunsch und bitte die Jasmin aufs Podium. Mädchen und auch dazu Gratulation Franziska Ulrich in 5 Minuten und 6 und die Siegerin in einer Zeit von 4 Minuten 43. Wir sagen herzlichen Glückwunsch an Laurin Franze. Die Siegerehrung wird vorgenommen von Bürgermeister unserer Gemeinde, Herrn Thomas Bollwitz, und vom Vorsitzenden des Sportvereins, Sportfreund Volkmar Griebel. Dankeschön. Wanderpark 10 Jahre bei den Jungen gibt es für den dritten Platz. Herzlichen Glückwunsch an Gustav Trevesius. Die Laufzeit beträgt 5 Minuten und 56. Wo ist der Gustav? Jawohl, hier ist er. Zweiter wurde Nelson Germann in 5:34. Auch dazu herzlichen Glückwunsch. Hier ist er schon. Und Sieger in dieser Alterskategorie Florian Ulrich in 4:22. Auch diesen dreien herzlichen Glückwunsch. Wir gehen in die nächste Kategorie, die Altersklasse 11 bis 14 Jahre, hat eine Strecke von 1,7 Kilometer bis zur Buschecke zurückgelegt. Hier erreichte Rosa Timare den dritten Platz in 5 Minuten 51. Ich bitte die Rosa aufs Siegerpodest und auch ein Beifall.
Zweite wurde in dieser Kategorie Luise Thomas in 5 Minuten und 37. Und die Siegerin Sandra Schönbrunn, 5 Minuten und 32 Sekunden. Herzliche Gratulation auf die Projektreihen. Platz in einer Zeit von 5 Minuten 58. Der zweite Platz geht hier an Johann Kasper in 5:22. Wo ist der Johann? Jawohl, hier kommt er. Und der Sieger an der Busch-Ecke bei den Jungen heißt dieses Jahr Arthur Speer in einer Zeit von 5 Minuten und 7 Minuten. 5 Minuten und 7. So, liebe Laufsportfreunde, wir kommen nun zur Ehrung unserer jungen Damen und jungen Männer, die bis zum Jägerhaus eine Strecke von 2,4 Kilometern absolviert haben. Der zweite Platz ging hier an Maria Tanzmann in 14 Minuten und einer Sekunde. Herzlichen Glückwunsch an Maria für Platz 2. Und die Siegerin in 13 Minuten 20 heißt Romy Schönbrunn. Eine herzliche Gratulation auch an Sie. Bei den jungen Männern. Freuen wir uns ganz besonders, dass wir hier die Plätze auch vergeben können an unsere Jugendliche aus dem eigenen Ort. Und so darf ich für den dritten Platz herzlich gratulieren aus Oberburich, Tom Erge. 10 Minuten und 4, lieber Tom. Herzlichen Glückwunsch zu Platz 3. Und wir haben auch jemanden, nämlich aus Menschwalde, der André Dutschmann, der Zweiter geworden ist, mit 9 Minuten 11, auch super Leistung. Und der Sieger in 8 Minuten 35 heißt Leonard Locke. Auch hier gibt es die Urkundenmedaillen von unserem Bürgermeister und vom Sportfreund Riebitsch. Liebe Laufsportfreunde, natürlich zum Höhepunkt zur Siegerehrung der Frauen und der Männer, die insgesamt die 3,3 Kilometer bis zur Bergbahn zurückgelegt haben. Dieses Jahr neu in der Wertung, also auch mit Transpondern, die elektronische Zeitmessung. Aber wir freuen uns, dass also besonders viele Frauen und Männer diese anspruchsvolle Strecke in Angriff genommen haben. Und so dürfen wir herzlich gratulieren zum dritten Platz an Frau Katja Sauer in 19 Minuten 31. Den zweiten Platz belegte hier Franziska Zimare in 18 Minuten und 37. Herzlichen Glückwunsch! Die erste und damit Bergkönigin 2015. Sie darf diesen Titel für ein Jahr tragen. Franziska Kranich. Ein Tosenbeifall. 17 Minuten 32 Sekunden.
Bitte nochmal einen herzlichen Beifall, eine super Leistung von allen dreien. Und wir hoffen natürlich, dass Sie uns im nächsten Jahr auch wieder beehren und vielleicht der Pokal verteidigt wird. So, liebe Laufsportfreunde, und bei den Männern natürlich genauso eine fantastische Leistung. Hier belegte Philipp Liebig den dritten Platz in 15 Minuten und einer Sekunde. Zweiter bei den Männern wurde in einer Zeit von 14 Minuten 51 Thomas Matz. Er hat sein eigenes Tempo mitgebracht, das ist super. Und wir freuen uns, den Bergkönig 2015 präsentieren zu können. Sieger wurde in 14 Minuten 24 Christian Gretzke. Jawohl, und der Fendler, glaube ich, noch mal ein Beifall hinterher. Tolle Leistung von allen Geteilten. Ja, sehr geehrte Freunde, es bleibt ja eigentlich nur an dieser Stelle noch einmal ganz, ganz herzlich Dankeschön zu sagen, dass Sie hier waren. Ich darf mich ganz herzlich bedanken und möchte Ihnen einen Termin mitgeben. 20. April 2016, bitte vormerken, hoffen wir alle wieder begrüßen zu können. 20. April nächsten Jahres, 29. Berglauf.